Hallöchen, meine Lieben! Ihr habt es endlich geschafft! Das ist das allerletzte Video der Step into Spring Serie. Die, die jetzt auf dieses Video geklickt haben, die wissen, worum es geht. Aber nochmal kurz zur Erklärung, falls ihr noch gerne mitmachen möchtet. Vorab, dieses Video wird kein Video mehr beinhalten, sondern dieses Video ist ein reines Verlosungsvideo, weil ich habe mir so gedacht, ihr müsstet so viele Videos angucken, lange Videos. Da habe ich mir gedacht, ich kann euch das nicht antun, dieses Video wird kurz und knapp sein. Ich erkläre euch kurz, wie es funktioniert. Und zwar seit dem 1. März bis zum 20., also heute, haben verschiedene YouTuber ein Video zum Thema Frühling hochgeladen. Und in jedem Video versteckt sich eine Ziffer oder einen Buchstaben. Ihr müsst alle Videos gucken, vom 1. bis zum 20. In jedem Video euch den Buchstaben oder die Ziffer notieren. Und am Ende, also heute, habt ihr den vollständigen Code, den schickt ihr hier an diese E-Mail-Adresse. Und so wandert ihr im Lostopf. Und ja, schaut euch die Playlist an, weil es gab, also die Linkliste setze ich euch auch nochmal in die Infobox, aber bei den anderen ist sie nicht ganz korrekt, da ist einiges schiefgelaufen, ein Video ist nicht gekommen, es gab ein paar Veränderungen und ja, deswegen schaut in die Playlist. In der Playlist findet ihr nämlich alle Videos und in allen diesen Videos ist der Buchstabe versteckt, dann müsst ihr nämlich nicht noch das Video suchen, sondern kommt direkt zu den Videos, die sind auch von 1 bis 20 bzw. bis 19 sortiert. Und ja, ihr habt wie gesagt noch bis zum 30. März Zeit, diesen Gewinncode an meine E-Mail-Adresse zu schicken. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal die drei Beauty-Pakete, die ihr gewinnen könnt. Vorab möchte ich natürlich sagen und mich bei allen YouTubern bedanken, die mitgemacht haben. Die Beauty-Pakete sind von uns allen. Jeder hat einen Teil dazu beigetragen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe alles besorgt. Nein, alle anderen haben auch etwas besorgt. Deswegen solltet ihr auch unbedingt bei den anderen vorbeischauen. Und wir würden uns natürlich auch sehr über einen Daumen hoch freuen, über ein Abo von euch freuen. Denn dieses Projekt war wirklich mega, mega viel Arbeit. Ja, aber es hat natürlich auch viel Spaß gemacht. Ich zeige jetzt erstmal die Gewinne, was ihr gewinnen könnt. Ja, viel Spaß dabei. Jetzt die drei Gewinnerpakete und jetzt sage ich euch noch ganz schnell, was in diese E-Mail rein sollte. Also ganz, ganz wichtig, der Gewinnercode. Der muss richtig sein. Wenn der richtig ist, dann wandert ihr schon im Lostopf. Deswegen, ja, also einmal der Gewinnercode. Dann sollte auf jeden Fall, was brauche ich noch? Ihr könnt gerne, wenn ihr möchtet, genau, wenn ihr möchtet, schreibt sehr gerne rein, welches Paket ihr gewinnen möchtet. Also kein Muss, ihr wandert sowieso in den Lostopf für alle Pakete. Und, aber wenn ihr irgendeinen besonderen Wunsch habt, könnt ihr auch gerne schreiben, welches Paket ihr gewinnen möchtet. Dann brauche ich auf jeden Fall eure Adresse in der E-Mail, die muss drin sein. Und euren YouTube-Namen, genau, euer YouTube-Name wäre auch nicht schlecht. Ja, und das war's, denke ich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wenn ich was vergessen habe, lest euch auf jeden Fall die Infobox durch. Ganz, ganz wichtig. Schaut da rein, damit ihr auch im Lostopf wandert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also Infobox nochmal anschauen, damit ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ja, und dann hoffe ich habe nichts vergessen. Nein, ich denke nicht. Dann noch ganz, ganz wichtig, nee, nicht ganz wichtig, genau. Lasst mir euer Feedback da zu diesem Projekt. Fandet ihr das gut mit Buchstaben suchen in jedem Video, dass ihr dann was gewinnen könnt? Wie fandet ihr diese Aktion? Wie fandet ihr dieses Gruppenprojekt? Lasst mir gerne Feedback da, damit ich weiß, fürs nächste Mal, was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Findet ihr das gut oder findet ihr das nicht gut? Wie gefällt euch diese Verlosung? Weil, ja, lasst mir gerne Feedback da, damit ich das einfach für die zukünftigen Projekte auch berücksichtigen kann. Das würde mich interessieren und das war's, oder? Ich bin noch überlegen, ich habe Angst, dass ich irgendwas vergesse, aber ich glaube, ich habe alles gesagt.
Ja, genau, ich habe alles gesagt. Das war's, genau, das war's. Auf jeden Fall schaut sehr, sehr gerne bei den anderen YouTubern vorbei. Ich setze euch natürlich die ganzen Links von den YouTubern, die mitgemacht haben, unten in die Infobox rein, sowie die gesamte Playlist, wo ihr alle Videos findet. Und ihr habt, wie gesagt, noch 10 Tage Zeit, um an dieser Verlosung mitzumachen, um euch alle Videos anzuschauen. Ich hoffe, das ist genügend Zeit und ich hoffe, es machen zahlreiche Zuschauer mit. Ich hoffe es sehr. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!